Moment im Bereich der ansatzweise individualisierten Medizin. Man muss jetzt nicht sagen, dass wir wirklich da Genomanalysen machen, aber wir haben natürlich eine Biologikatherapie bei den rheumatischen Erkrankungen. Und das ist natürlich schon eine wirkliche Verbesserung. Haben wir ja früher im Prinzip nur reine Symptome bekämpft, dann haben wir die modifizierenden Medikamente gehabt und jetzt haben wir wirklich Therapieformen, die in relativ frühe Phasen diese Erkrankung eingreifen und wo es tatsächlich zu Vollremissionen kommt und wir einfach auch Regenerationsvorgänge wieder in Gelenken sehen, wenn das eben sehr früh einsetzt. Das Problem ist schlicht und ergreifend neben der Kostenseite, die schon anklang, die Biologikatherapie sollte nur vom Rheumatologen durchgeführt werden. Das ist natürlich die entzündlichen systemischen rheumatischen Erkrankungen sind Domänen der internistischen Rheumatologen, aber wir werden einfach aufgrund der Versorgungssituation, die internistischen Rheumatologen, jeder, der sich mal um einen Termin bemüht hat, wird feststellen, das ist vergleichbar mit einem 6er Lotto, haben lange Vorlaufzeiten, es gibt knappe 700 bundesweit, sodass wir da versuchen müssen, das haben wir schon gut vorangebracht mit den internistischen Kollegen, da eine komplementäre Behandlungsoption zu entwickeln, dass die Orthopäden mit rheumatologischem Schwerpunkt, die Orthopäden als primäre Kompetenzträger im Bereich des Bewegungsapparats, natürlich der naturgegebene Partner, um hier diese Verzahnung besser hinzubekommen und eben, und das ist ganz entscheidend, deshalb sind die Biologen da mit im Spiel, je früher halt so eine Behandlung beginnt, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie gerade jüngere Patienten von den doch erheblichen Folgen, die eine rheumatische Erkrankung, die nicht behandelt wird, hat, bewahren können und das ist natürlich eine Sache, die man nur mit Volldampf unterstützen kann.